Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Weibrecht vom Kryptomagazin. Und nein, hierbei handelt es sich nicht um ein Sunny Decree oder Mo-Bashing-Video. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich schaue mir deren Videos immer mal wieder an und muss sagen, die haben teilweise wirklich ganz gute Impulse und sehr interessante Informationen. Und jetzt habe ich schon was Falsches gesagt, nämlich das, was die Jungs machen, das ist nicht die Vermittlung von Informationen, sondern von Interpretationen. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Insofern, ich schätze deren technische Analysen. Mal mögen sie richtig sein, mal falsch. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht darum, wie sie den Markt betrachten, gerade mit ihrer Charttechnik. Und in diesem Video soll es in dem Sinn gar nicht darum gehen, auf deren Techniken einzugehen, ob die gut oder schlecht sind. Es geht darum, euch den Unterschied zwischen Information und Schlussfolgerung zu erklären. Das bedeutet, was für Lücken hat dieses Thema Charttechnik? Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil Charttechnik ist etwas sehr Umstrittenes. Manche Experten, gerade die den Value-Ansatz gehen, im Aktienbereich zum Beispiel, im Stock-Trading-Bereich, die sehen eher das Thema Charttechnik vielleicht ein bisschen schwieriger. Manche sehen das als die Allzweckwaffe, um Chart-Prognosen abzugeben. Und diese Jungs machen das eben hauptberuflich und machen das öffentlich und geben diese Information kostenlos raus. Wie gesagt, es ist keiner gezwungen, es anzugucken, und dass die auch mit ihren Hebelplattformen Geld verdienen. Das ist Affiliate-Marketing und that's the game im YouTube-Business. Auch die wollen Geld verdienen. Insofern, was Sunny Decree auch macht gerade, muss ich sagen, er weist immer wieder jetzt darauf hin, dass diese Hebelgeschichten vor allem was für erfahrene Trader ist und deshalb, um nicht unabsichtlich Werbung für oder gegen irgendwie Mo oder Sunny Decree zu machen, muss ich an dieser Stelle einfach sagen, Hebeltrading ist hochriskant und die Mehrheit der Leute, die dort traden, verlieren, weil ihnen die Erfahrung fehlt. Und aufgrund der Effekte, die ich dir in diesem Video beschreibe, also sei gespannt, wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen hoch da und ich freue mich über deinen Kommentar unter diesem Video. Selbst wenn du kein Fan von den beiden bist, wird es sicherlich interessant für dich sein. Wie gesagt, es ist eine umstrittene Sache mit dem Trading und ich bin sehr gespannt, was du von den Themen, die jetzt im Anschluss kommen, hältst. Ich freue mich auf deinen Kommentar und deinen Daumen hoch. Bis gleich. Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen jetzt zu diesem Video. Und zwar, ich hatte es ja angekündigt, es gibt Aspekte, die weder ein Sunny Decree noch ein Mo 100% wissen können. Und zwar, was die zwei machen und andere Chartanalysten, ich will jetzt mal aufhören, über die zwei zu reden, sondern einfach generell über das Thema Chartanalysten, ist, sie können aus einer Vergangenheit sogenannte Widerstände und Supports, also Unterstützungslinien, ableiten. Sie können also sagen, an welchem Punkt hat bisher beispielsweise immer ein Widerstand stattgefunden, also hat ein Kurs zum Beispiel nach unten korrigiert oder nach oben korrigiert als Unterstützungslinie. Und diesen Aspekt beschreibt man eben charttechnische Analyse. Man sagt, aus der Vergangenheit interpretiere ich die Zukunft. Es gibt aber ein paar Phänomene, auf die ich eingehen möchte, und zwar drei der wichtigsten Phänomene. Und zwar zum einen, das ist die Bull Trap, also die Bullenfalle, die Bear Trap, also die Bärenfalle, und das Fake Out. Ich möchte dazu eben ein Beispiel bringen, und es ist mir wichtig, dass ihr quasi auch versteht, dass diese Aspekte kommen. Auch Mo und auch Sunny Decree haben schon mal auch darüber gesprochen. Ich möchte nur unabhängig von ihnen einfach nochmal zeigen, wobei es sich hierbei theoretisch handelt, dass ihr auch solche Einschätzungen richtig interpretieren könnt. Weil in ihren Videos beschreiben sie zum Beispiel oft, ja, da ist eine Unterstützungslinie und wenn die durchbrochen wird, dann erwarten sie einen sehr hohen Anstieg. Dann setzen sie zum Beispiel über der Unterstützungslinie ihre Buy-Order. Und hier auf der Website tradestats.com gibt es einen ganz guten Artikel dazu. Ich kann ihn auch dann nochmal verlinken. Und zwar geht es darum, hier ein Beispiel für eine Bulltrap zu zeigen. Und hier in diesem Beispiel sieht man ganz schön, hier sieht man, dass jeweils die zwei Candlesticks, also die Chart-Sticks, die Kursverläufe hier jeweils an einem spezifischen Punkt abgeprallt sind. Das nennt man Widerstand. Und hier sieht man, wenn man jetzt diesen Anstieg sieht, kommt jetzt folgende Schlussfolgerung bei vielen Tradern her, dass sie sagen, okay, wenn dieser Widerstand durchbrochen wird, dann wird der Kurs nach oben hin ausbrechen.
Ja, so, und warum nennt man das jetzt Bullenfalle? Weil das bedeutet, man glaubt also, dass wenn der Kurs hier durchbricht, dass der Kurs bullisch, also steigend sein wird. Das ist aber so, dass wenn jetzt hier sowas passiert, und das ist dieses Beispiel hier unten schön gezeigt, das ist jetzt ein klassisches Thema einer Bullenfalle, nämlich der Kurs ist durchgebrochen und man sieht hier, der Kurs war hier oben schon, hat aber dann nach unten korrigiert. Und deshalb spricht man von einer Falle, weil jetzt ist man, obwohl man eigentlich gesagt hat, man will erst investiert sein, wenn er hier oben durchgebrochen ist, ist man trotzdem investiert, obwohl man nämlich drunter ist, unter diesem Widerstand. Das bedeutet, man hat noch nicht wirklich viel verloren, ja, vielleicht ein bisschen was, aber man steckt so ein bisschen in der Falle, weil man hätte genauso gut hier einsteigen können. Versteht ihr, was ich meine? Also das Problem ist, dass man quasi hier von einer Information ausgegangen ist, nämlich, pardon, von einer Interpretation ausgegangen ist, nämlich, wenn diese Kurse hier durchbrochen werden, diese Linie, dann geht es hier nach oben raus. Ja? Und ihr werdet es immer wieder finden bei Tradern, die euch erklären, ja, wenn der Widerstand durchbrochen ist, dann gibt es einen Bullrun und dann explodiert der Bitcoin. Das ist ein ganz wichtiger Widerstand, weil die letzten 200 Tage Durchschnittslinie, die wurden nie durchbrochen, die wurden noch nie durchbrochen und wenn die durchbrochen werden, dann fällt das Ding nach unten. Und das ist eine klassische Bärenfalle, ja, also genau das Gegenteil von einem Bullenfalle, von einem Bulltrap ist, wenn man genau das sagt, nämlich, dass eine Unterstützungslinie, dass also ein Kurs nach unten wegfällt und man sagt, diese Unterstützungslinie wurde nie durchbrochen. Wir können jetzt mal hier beispielsweise mal ins Wochenchart beim Bitcoin reingehen und hier könnte man sagen zum Beispiel, hier könnte man jetzt eine Linie zeichnen, ja, keine Ahnung, hier eine Linie zeichnen. So, was machen die Charttechniker dann? Und die zeichnen hier so Linien rein. Zack, ja. Machen wir auch nochmal eine Linie. So, zack. Und dann sagen die halt, okay, das sind die Widerstände. Und wenn hier unten durchbricht, dann haben wir einen Abwärtstrend. Nur als Beispiel. Und dann muss man zum Beispiel short gehen. Aber was ist, wenn es hier durchbricht und dann nach oben durchschlägt? Ja, und das ist eine klassische Bärenfalle, dass man eben davon ausgeht, der Kurs geht runter, wenn eine Unterstützungslinie durchbrochen ist und dann geht der Kurs hoch. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele im täglichen Alltag, im Trading, in denen sowas immer wieder passieren kann. Natürlich, umso enger man die Zeitlinie nimmt, hier sind wir beim Wochenchart, wenn man einen Stundenchart sieht, sieht man das natürlich häufiger. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn euch ein Chartanalyst sagt, ja, bei der Widerstandslinie bricht es nach unten und nach oben raus, ja, dann vergesst bitte eine Sache nicht. Einen Bear Trap oder eine Bull Trap können die Trader nicht vorhersehen. Das ist etwas, was dann entsteht, wenn der Markt eben anders reagiert als erwartet. Ja? Das sieht man vor allem auch nicht nur am Chart selber, das sieht man, ich muss jetzt mal kurz den Chart wieder ein bisschen kleiner machen, damit man sieht. Das sieht man vor allem, wenn man, gehen wir mal auf den Stundenchart, wenn man nur mit technischen Indikatoren, zum Beispiel an RSI arbeitet, mit Relative Strength Index, ja. Und hier gibt es auch immer wieder solche Aspekte. Und zwar, ich gucke mal kurz, ob ich einen direkt für euch finde. Ja. Man sieht zum Beispiel hier beim RSI über 60, also deutlich über 60, ja, sagt man normalerweise ist ein Markt überkauft und er fällt. Ja. In dem Fall ist es tatsächlich passiert, aber er zum Beispiel fällt gar nicht so stark und läuft eigentlich seitlich. Und der RSI bleibt zu über 60. Und jetzt kommt der Punkt, er ist die ganze Zeit relativ weit oben, hier bei 58 und so weiter. Und eigentlich sagt der RSI aus, hier auf dem Niveau, nämlich auf dem 69er Niveau, ein Markt ist überkauft, jetzt müsste er bald fallen. Ja? Klassisches Charttechnikproblem. Oh, ich gehe mal kurz rüber, dann seht ihr es besser. Also hier zum Beispiel, man sagt beim RSI, einen Wert von über 69, über 60 ist ein klassischer Indikator dafür, dass ein Markt überkauft ist, er müsste eigentlich fallen. So. Und was passiert? Er steigt und er steigt auf bis zu 94. Ja? Und dann müsste man davon ausgehen, irgendwann, okay, ab dem Niveau, irgendwo muss er fallen, bei 95, okay, jetzt fällt er zwar, aber er fällt immer noch auf 70. Und jetzt schaut euch das mal an, er fällt zwar auf 47, also auf fast unterkauften Markt, was deutlich niedriger Wert ist, nämlich ab 30 gilt ein Markt als unterkauft, aber er ist immer noch deutlich über dem Niveau des Breakouts. Das heißt, wir sind bei 7700 ausgebrochen und jetzt endet der überkaufte Markt
also der Abfall des überkauften Markts bei 8.600, also auf einem ganz anderen Preisniveau. Das heißt, viele, die in der Charttechnik eben auf einzelne Indikatoren achten, werden nachher enttäuscht, weil Indikatoren, gerade der Relative Strength Index, ist ein relativer Preisindex. Er sagt nie die Entwicklung eines absoluten Preises, sondern nur eines relativen Preises aus. Das ist ganz arg wichtig, den Unterschied zu machen. Und deshalb ist dieses Video für euch sehr, sehr wichtig, dass ihr immer sagt, okay, wenn diese Jungs uns Charttechnik zeigen, dann könnt ihr sicherlich viel daraus lernen, aber interpretiert bitte nicht zu viel rein, weil es gibt immer die Situation, dass ein solchen Bull- oder Bear-Trap entsteht und dann können diese Jungs auch nichts anderes machen, als mit dem Stop-Loss rausgehen. Wenn deren Charttechnik nämlich immer so perfekt wäre, dann würden die ständig nur Gewinne machen, aber die YouTuber, von denen ich gerade rede, ich sage jetzt nicht schon wieder wen, die sagen ja auch immer wieder, dass mal auch Trades schiefgegangen sind, dass auch Stop-Loss ausgelöst wurde. Ja? Das ist ganz arg wichtig, dass ihr versteht, dass die oft auch ihre gut laufenden Trades natürlich zeigen und darüber mehrere Videos machen, aber dass natürlich auch viele Videos oder viele Trades auch schiefgehen und da lohnt es sich natürlich nicht, ein Video zu machen. Also ein Video zu machen, in dem ich eine Position eröffne und die wird sofort wieder gestoppt nach 5 Minuten und ich habe 800 Euro Verlust gemacht, darüber mache ich natürlich kein Video. Vor allem nicht, wenn ich als guter Trader bekannt sein will, der eine Trading-Plattform vermittelt. Das ist ja auch in Ordnung, ja? Wie gesagt, no offense, das ist deren Businessmodell. Aber wichtig ist da den wirklich zu verstehen, dass diese Jungs auch nicht immer die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Ich habe deren Videos gesehen die letzten Tage und die haben gesagt, Breakout, habe ich gesagt, stimmt, könnte sein, wenn die Widerstände durchbrochen sind. Habe aber für mich gesagt, wenn die Widerstände bei 8,2, wenn die durchbrochen werden und der Bitcoin über 8.000 geht, werde ich meine Bitcoin verkaufen, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe sie mit einer Trailing Stop-Loss abgesichert, das heißt mit einer nachziehenden Stop-Loss-Order und bin zu $9.300 raus aus dem Markt. Also das war wieder was, ich habe die Charttechnik zwar angesehen, aber ich habe auch für mich eine andere Interpretation, nämlich wenn viele bullish sind, bin ich eher antizyklisch unterwegs und ich bin dann eher jemand, der rausgeht. Das heißt, egal was die sagen, ich habe meine eigene Strategie und das ist, worum es mir heute geht, euch nochmal zu zeigen, ihr müsst eine eigene Strategie entwickeln. Und hier könnte man tatsächlich, weil ich noch gesagt habe, ich möchte auf das Thema Fake-Out angehen, also nicht nur Bärenfalle und Bullenfalle, das geht vor allem um das Thema Widerstandslinien, bei Bear Traps und Bull Traps, dass ihr quasi Widerstands- und Unterstützungslinien habt, bei denen ihr ausgeht, dass was passiert, sondern man könnte auch davon ausgehen, dass das hier ein sogenannter Fakeout ist. Und zwar, was bedeutet ein Fakeout? Ein Fakeout bedeutet, dass der Markt extrem steigt und alle sagen, jetzt geht's ab, der neue Bullenmarkt, ja, die Marktkapitalisierung steigt. Und jetzt ist er auch extrem gestiegen, der Bitcoin, ist alles super, aber er ist, und jetzt muss man halt gucken, im Daily Moving Average, also im täglichen Chart, ist er durchgebrochen und er ist deutlich drüber, aber er stößt jetzt an diese obere Widerstandslinie des Tageschart an. Und jetzt ist die Frage, war das jetzt wirklich ein Breakout? Geht jetzt der Bullenmarkt los? Oder war das jetzt ein Breakout, der jetzt zu einem richtig krassen Abfall führt? Ja, hier, zack, nach unten. Ist es möglich? Lass uns auf den Wochenchart gucken. So. Ist die Frage jetzt, ja, guckt euch das hier an. Lasst uns gucken, das war 2017. Der absolute Bullenmarkt, zack. Und wer hier eingestiegen ist, hat vielleicht gedacht, na gut, mir kann nichts mehr passieren. Aber erklärt es der Person, die noch hier unten investiert ist, okay? Das ist also der Punkt. Am Ende des Tages ist es wichtig zu wissen, das war auch noch nicht der Bullenmarkt. Guck mal, wir waren bei 13.800. Das heißt, der Bullenmarkt war noch nicht. Viele sind hier eingestiegen, weil sie gesagt haben, okay, wir sind next all-time high. Aber der Markt war nicht stark genug. Die Widerstände waren zu stark und der Kurs ist wieder eingebrochen. Jetzt haben wir den nächsten Ausbruch. Und wichtig ist jetzt, der Ausbruch hier ist niedriger als der Ausbruch, den wir im Juni 2019 hatten. Und dieser Ausbruch hier ist noch nicht über den Ausbruch von Februar 2020. Das heißt, wir sind noch nicht auf dem Niveau von Februar 2020. Das heißt, der jetzige Ausbruch, den wir jetzt halt haben, ja, das ist bis jetzt noch nicht mal eine überdurchschnittliche Korrektur. Also es ist vielleicht eine überdurchschnittliche Korrektur im Verhältnis zu dem, was sonst so da war, aber letztendlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir noch nicht über dem Niveau vom Februar wieder drüber. Das heißt, wir können noch nicht von einem Bullrun reden. Und deshalb bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn Leute sagen, jetzt kommt der Bullrun vor allem an dem Punkt, und das ist auch wichtig, an dem wir jetzt sind, nämlich voll mitten in der Corona-Krise, in der die Leute Kapital brauchen, in der wir nicht wissen und auch wissen, in der wir vor allem wissen, und das haben wir mittlerweile gesehen, dass der Bitcoin vor allem auch an dem S&P 500 und an den klassischen Aktienmärkten hängt. Das bedeutet, solange
Solange wir die wirtschaftlichen Folgen der gesamten Krise nicht abschätzen können, ist Charttechnik im Augenblick nicht mehr als eine Orientierung. Und das ist auch in Ordnung. Solange die Jungs das machen und sagen, ist es auch in Ordnung. Ich will nur sagen, für euch da draußen, als nicht als Warnung, sondern als Hinweis, dass diese Chartanalysen super spannend sind, aber dass eben diese Risiken dadurch bestehen, dass hier zack, zack, ja, die Kurse eben anders laufen können, wie die Charttechnik erwartet, weil wir mittlerweile auch andere Faktoren drin haben. Und diese Faktoren sind zum Beispiel auch Wahlbewegungen. Also wenn jetzt ein Big Whale sagt, okay, ein großes Investmentinstitut, wir müssen jetzt Kapital freimachen, um vielleicht in klassische Stockmarkets zu investieren, also Aktien, dann könnte es sein, dass hier mal ein Peak nach unten kommt, der überhaupt gar nicht logisch ist. Ja? Und das nennt man in der Börse sogenannte Black Swan Events. Ja? Das heißt, ihr könnt damit rechnen und es kann passieren, ja, dass wir morgen aufwachen und der Bitcoin vielleicht bei 13.500 ist, weil nochmal ein Push kommt heute Abend. Es kann aber auch sein, dass wenn das nicht passiert, genau das Gegenteil passiert, dass wir morgen aufwachen und wir sind bei 5.500 oder hier unten an der Widerstandslinie, und das müsst ihr auch sehen, auf dem Wochenchart haben wir den nächsten großen Widerstand einmal bei 8.100 wieder, und wenn wir den durchbrechen, vielleicht sind wir unten bei 5.600 im nächsten Widerstand. Das heißt, wir können relativ schnell von 8.579 auch schon wieder auf 5.600 runter. Und wisst ihr, ich kann es nicht wissen und die können es auch nicht wissen. Die nehmen die mal noch zwei, drei Linien mehr rein, macht vielleicht total Sinn, ja. Aber am Ende des Tages, Wissen und Interpretieren sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Und das ist das, was ich euch in diesem Video einfach erzählen will und auch klar machen will. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es, wie gesagt, ist kein Bashing. Es ist eine Information, die euch nur dabei helfen soll, eine Bullen- und Bärenfalle sofort eben auch als solche nachdem sie passiert ist, zu interpretieren. Dass ihr seht, okay, diese Widerstandslinie ist nicht durchbrochen, also handelt es sich hier um eine Bullenfalle oder eine Bärenfalle. Und ihr müsst sehen, dass sogenannte Fakeouts immer wieder passieren. Das heißt, es kommen Anstiege und dann kommt eine relativ schnelle Korrektur. Und das müsst ihr euch immer klar sein. Nach den meisten Anstiegen kommt immer auch irgendwann eine sogenannte Konsolidierungsphase. Das heißt, viele, die ihre Bitcoin zu einem niedrigeren Preis eingekauft haben, die vielleicht noch abwarten, wie weit der Kurs weiter steigt. Und dann kommt eine Stagnation. Das heißt, jetzt kommt der Punkt, an dem die Bitcoin nicht weiter steigen. Dann gehen sie raus, weil sie sagen, okay, den Gewinn nehme ich jetzt mit, der Aufschwung ist beendet. Das gleiche habe ich ja gestern Nacht gemacht. Ich habe meine Trailing Stop Loss, das kann ich hier mal auf der Stundenchart zeigen, auf der Stundenchart. Ich habe gestern Nacht genau das gemacht. Ich hatte hier, ich bin irgendwo, wo war das denn? Da war der Kurs bei 8.700, das Video könnt ihr euch angucken, habe ich meine Trailing Stop Loss mit $300 Abstand eingestellt. Und dann ist er hochgegangen auf 9.400 und dann da oben habe ich meine Trailing Stop Loss auf $150 angepasst, weil ich gemerkt habe, hier oben passiert nicht mehr viel, er geht auch ein bisschen runter. Und dann habe ich hier bei ungefähr 9.260, 9.300 war dann am Schluss der Trailing Stop Loss ausgelöst. Und das heißt, ich habe hier im Peak glücklicherweise nochmal einen großen Teil der Gewinne mitgenommen, und jetzt könnte ich hier einsteigen und hätte sofort ein paar Prozent Bitcoin mehr. Mache ich jetzt aber nicht, weil obwohl wir hier diese Widerstandslinie nach unten haben, bin ich skeptisch, was diesen Breakout angeht. Für mich hat er sich, ist es gut, Bitcoin ist gut gestiegen von 7.600 auf 8.500, alles super. Die Frage wird halt sein, war es das jetzt? Ist es jetzt vielleicht schon der, weil der Bitcoin-Halving rückt immer näher, ist es jetzt ein Pre-Bitcoin-Halving-Pump? Und der lässt sich charttechnisch aus meiner Sicht nicht vorhersagen, sondern der ist einfach nur ein psychologischer Aspekt, weil viele Leute jetzt gerade Bitcoin-Halving suchen. Und das hat auch Sunny Degree in seinem letzten Video gesagt, fand ich auch ganz gut, dass er das sagt, dass er sagt, hier Bitcoin-Halving pre-dump vielleicht, die Leute gehen vielleicht rein, nur um jetzt dieses Halving-Event mitzunehmen. Und an der Stelle ist es auch wichtig zu sagen, dass Charttechnik alleine nicht die Aussage macht, sondern dass es vor allem interessant ist, auch die emotionale Situation an den Märkten richtig einzuschätzen. Ja, und das ist ganz arg wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe, ihr habt mitgenommen, worum es mir in diesem Video ging. Lasst gerne einen Daumen hoch da und Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, vollkommen in Ordnung. Und kommentiert gerne unter dem Video, was ihr davon haltet, was haltet ihr von Trading, was haltet ihr generell vom Thema Chartanalyse. Es gibt ja da kontroverse Meinungen. Und wie gesagt, hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch was beigebracht, hat euch was geholfen. Wie gesagt, Bärenfalle,
Bullenfalle und das Thema Fake-Out. Einfach mal googeln auch nochmal, falls ihr weitere Informationen dazu braucht. Sehr, sehr spannendes Thema und hilft euch so ein bisschen auch, die Sicherheit nicht zu haben, nur diesen Leuten nachzufolgen, weil was die machen, ist deren Ding und die machen das auf ihre Art und ich glaube, dass die auch ihre Gewinne mitnehmen, aber das ist sehr schwierig, weil ihr müsst immer wissen, ihr habt unvollständige Informationen, die haben vielleicht nochmal andere Informationen und wichtig auch, die sind auch mal auf Zeit versetzt, die sagen, ah, oh, guck mal, ich bin eingestiegen mit dem und dem Chart, ja, da ist schon zu spät, da sind die schon drin und deren Telegram-Gruppen sind auch auf Zeit versetzt, das heißt, ganz wichtig, immer unterscheiden, die verdienen auch ihr Geld damit, dass ihr tradet und damit müssen die euch motivieren, dazu zu traden. Andersrum muss man natürlich sagen, und dann bin ich aber auch fertig, die würden auch nicht Geld verdienen, wenn sie nur Schrott erzählen würden. Das heißt, ich muss die wirklich da in Schutz nehmen. Natürlich ist es riskant und jeder muss selber wissen, was er da macht. Wichtig ist nur bei Hebeltrading ganz, ganz gefährlich. Achtet drauf, nicht zu viel Geld und verzocken, vor allem nicht das, was ihr noch braucht. Ich wünsche euch was. Alles Gute, euer Alex. Bis dann.